Jedes Jahr findet im Hotel Alpina zu Wolfenschiessen im Kanton Nidwalden Kaisermeisterschaften statt. In diesem Jahr haben sich 64 Teilnehmer der Herausforderung gestellt, der beste Kaiser zu werden. Also ich finde, das ist so wie die Olympiade vom Kaiser, wenn man hier in Alpina ist, am 2. Freitag im März, und alle zusammenkommen und einfach gespannt ist, wieder auf einen spannenden Kaiserabend. Die grösste Schwierigkeit im Kaiser ist eigentlich der Gegner kennen zu lesen. Also wenn jetzt der Gegner irgendwie ein Zeichen in dem, was am Tafel ist, kann durchgehen, ohne dass der Gegner sieht, das ist natürlich super. Wenn der Gegner nicht gerade schaut, irgendwie ein Zeichen geben. Oder irgendwie, ja. Als der Gegner nicht sieht, das ist schon noch, das ist die Herausforderung. Ja. Mir gefällt es Kaiser, weil es eine alte Jass-Tradition ist, wo sonst in anderen Kantonen eigentlich nicht gibt. Jassen, dann sind die ganze Schweiz, Kaiser, dann sind sie Nidwalden. Wir sind im Staatsarchiv Nidwalden. Im Frühling 2011 sind hier in einem alten Buchdeckel Spielkarten aus dem Mittelalter entdeckt worden. Da hinten ist jetzt das, he? Genau. Also ich habe einen wahnsinnigen Fund gefunden. Und als ich daheim kam, war es eines der ersten, hier ins Staatsarchiv zu gehen und die Karten anzuschauen. Die Karten sind ja nachgedruckt worden, wir haben wieder Kurs gemacht und es ist viel mehr geredet worden über das Kaiser selber und das hat mir schon noch gefallen. Bis 2011 haben wir gewusst, dass es alte Karten gegeben hat früher, aber wir haben nie mit denen gespielt. Wir haben die normalen Jass-Karten für das Kaiser gebraucht. Fabienne Dogwiller hat dank dem Eichhoff-Jubiläumsfonds und ihren Stimmen letztes Jahr Geld gesammelt. Mit ihrer Spende unterstützt sie jetzt das Kaiserspiel. Dank dem kann die Kaisermeisterschaft schöne Preise zur Verfügung stellen und auch Kaiserkurse werden wieder angeboten. Dank der Unterstützung konnten wir die Kurse durchführen und wir konnten ein Spiel abgeben. Wir konnten eine Broschüre abgeben, wo das beschrieben war. Wir haben wieder Junge, die noch nie da waren, können für das Kaiser motivieren. Ich war eigentlich fast von Anfang an jede Kaisermeisterschaft hier dabei. Und es ist ein bisschen familiär, es ist immer eine gute Stimmung. Und ich hoffe, dass das Spiel auch weitergeht, auch wieder in die nächsten Generationen. Damit die Tradition des Kaiserspiels in Nidwalden weiterlebt, unterstützt der Eichhoff-Jubiläumsfonds Kaiser auch in den nächsten Jahren.